Wir haben ein paar der Kollegen jetzt in der Mixzone überrascht. 16 Minuten nach Spielschluss schon die Pressekonferenz, dank der sehr flotten beiden Trainer, die sofort für die Interviews bereit waren. Und darf gleich unseren Gast natürlich bitten, Ivo, eine kurze Zusammenfassung, Analyse aus deiner Sicht von diesem, aus Sicht von deiner Mannschaft 0:3 hier in Wien. Ja, ich kann nur gratulieren. Soki und Rapid zum Sieg war heute verdient. Wir waren nicht in der Lage, das zu verhindern. Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir die zweimal nicht, gut verteidigt, den Rückraum. Und da muss man sagen, Schwab hat das erste Tor wirklich sensationell getroffen. Da war sehr schwer, irgendwas zu machen. Einziger Grund kennt man vielleicht vorher, dass schon der Pass zu ihm verhindern und ihn mehr unter Druck setzen und nicht zum Schießen lassen. Und das zweite Tor war er noch näher und frei zum Schuss. Und das hat er ja sehr gut genutzt. Ich glaube, die zweite Halbzeit war dann schon in Ordnung. Außer die ein bisschen Fleck wirft er die dritte Tor, welche haben wir dann selber vorbereitet sozusagen. So, okay. Gratulation natürlich auch von meiner Seite, oder nicht. Bitte aus deiner Sicht eine Zusammenfassung, eine Analyse wieder. Über 70% Ballbesitz, 3:0, schaut alles sehr klar aus. War es auch so? Ja, war schon klar. Wir wollten uns steigern im Vergleich zum Grödig-Spiel. Wir sind sehr seriös umgegangen mit dem Ball. Wir haben eine gute, sehr gute Raumaufteilung gehabt. Haben sehr gute erste Kontakte gehabt, haben das Spiel auch immer wieder verlagert, haben die ganze Fläche nützen können heute und haben uns auch sehr viele Chancen herausgespielt. Also es war heute wirklich schön anzuschauen und wir haben unser Etappenziel erreicht, das Kleine. Was das Ergebnis betrifft, wir wollten beiden Heimspiele gewinnen gegen Grödig und Mattersburg, das ist geglückt und wir wollten einmal eine Leistungssteigerung herbeiführen im Vergleich zum Grödig-Spiel. Auch das ist der Mannschaft gelungen und somit kann ich ja nur gratulieren zu diesem heutigen Spiel. Vielen Dank und bitte wie gewohnt um die erste Frage von Kollegen Hackl. Ivo, im Vergleich zum 4:2 damals, ich weiß, es war ein Spiel, vierte Minute, Torwartausschluss, Onisivo war noch bei Mattersburg. Trotzdem habt ihr heute sehr, sehr bieder gewirkt, fast nicht sehr mutig. Ist das irgendwie Folge dieses Abstiegskampf oder woran hat es gelegen? Kann man das nicht vergleichen mit dem ersten Spiel, sage ich mal. Das ist ja. Und ja, mit Onisivo haben wir schon Thema auch. Ich glaube, mit unseren Leistungen gezeigt, dass wir auch ohne ihn kennen. Wir haben nicht geschafft. Soki hat das gut gesagt. Rapid war sehr sicher am Ball, hat eine sehr gute Aufteilung gehabt. Die waren sehr bissig, muss man sagen. Und haben sie sehr gute Kombinationsspiel gehabt. Ballbesitz, okay. Nach hinten, das kann man schon verkraften, aber die haben schon die ganz gute Bälle dann. Wir haben das nicht geschafft, diese zwei Situationen gut zu verteidigen. Den Rückraum sollte man nicht nachlassen und zweimal haben wir das gemacht. Sicher auch eine Frage an den Kollegen Barisic. Ja, kein Problem. Das war jetzt der fünfte Sieg in Folge in der Meisterschaftsserie. Das hätte es noch gar nicht gegeben in dieser Liga. Es ist halt unterbrochen worden durch Valencia und durch das Cup-Match. Was schließt du daraus? Ist das wieder so ein Beispiel, dass im Prinzip die Moral passt, der Wille da? Was schließt du daraus aus diesen bisherigen 8 Spielen? Dass es nicht einfach war für uns und dass Fußball doch eine Kopfsache ist. Das hat damals schon der Happel gesagt, dass sie 80% im Kopf abspielt. Das hat sich heute nicht verändert. Wir sind gut in die Meisterschaft gestartet mit dem Spiel gegen den WRC. Was das Resultat betrifft, was das Spiel betrifft, haben wir viel Luft nach oben gehabt, dann sind die Enttäuschungen dazugekommen mit Valencia und mit Admira. Zwischendurch haben wir unsere Spielanlage etwas geändert, sind wir wieder zwei Stufen zurückgegangen und haben uns aufs Wesentliche besinnt, das was am einfachsten ist im Fußball und dann haben uns
Schritt für Schritt wieder dorthin bewegen wollen, wo unser eigentliches Niveau ist. Und ich glaube, dass wir das bis jetzt ganz gut hinbekommen haben. Und man hat ja heute wieder gesehen, dass da sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt.